Heyo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Rising 4. Nach dem Schreck der letzten Folge bin ich erstmal um 30 Jahre gealtert. Natürlich nicht, war nur ein kleiner Spitz. Aber ganz ehrlich, also der hat mich wirklich böse erwischt, muss ich mal sagen. Ich hätte mit allem gerechnet, aber damit, dass da auf einmal urplötzlich einer um die Ecke steht, hätte ich nicht gerechnet. Was? Ja. Was kann ich hier schon wieder verrückt bauen? Also, denke mal, ich kann hier so super spezielle Sachen bauen, aber die wollen irgendwie nicht. Blutbar. Perfekt. Oh, und ich sehe gerade, ich habe wieder was vergessen. Das müssen wir jetzt so schnell machen. Tut mir leid. Ich werde jetzt auch mal wieder alle Fotos hier einfach löschen, dass es dann hier einfach eine schnellere Methode gibt. Im Grunde, wozu nützen uns die Fotos eigentlich was? Also das, was wir behalten. Na gut, sowas könnte man am Ende für Thumbnails oder so benutzen, aber ich bin nicht so der Thumbnail-Mensch. Sollte man mittlerweile mitgekriegt haben. Klar, bei Zombie Army Trilogy habe ich es damals gemacht gehabt, aber die sahen echt kacke aus, wenn ihr mal ehrlich seid. Ja, mit der Explosion Teig ohne den ganzen so hingekriegt. Mein Fresse, ist das nervig gerade? So. Voilà. Haben wir. Na, lass mir in Ruhe. Nicht mit mir. Gib mir den Kuss geliefert. Hä? Könnte schlimmer sein. Keine Munition mehr! Wir kommen, irgendwen müssen sie auch da angreifen. Bingo, Rang B, Blutbeutelbeschwörung. Warum nicht? Ach komm. Ich helfe den Jungs mal ein bisschen. Wo ich abschnetze. Hey, Puppe. Ups, tut mir leid. Leine. Muss nachladen. So, jetzt nochmal Kamera auspacken. Lichtwechsel. Nachschlag gefällig. Nee, lass mal. Nachschlag kannst du gerne behalten. Eisgranate. Le Katana, die mächtigste Waffe, junger Padawan. Und die Empress. Change Room. Yoga-Bälle. Schlag euch alle mit Yoga-Bällen. Knickt das Ding eigentlich? Schade, das wäre schon ein Witz jetzt gewesen. Wäre da vielleicht irgendwas passiert. So ein Yoga-Center, Alter. Ich glaube, ich spinne. So, nehmen wir darin. Wo ist der eigentlich? Ach, hier irgendwo in der Seitengasse.
So. Bitteschön. Oh. Irgendwo sind hier noch welche. Nochmal. Verarschen? Oh, Scheiße. Noch einer. Ich bin gerade gut in Stimmung, Freunde, euch alle zu grillen. So. Ist hier war. Auf der Karte war doch ein Hintereingang markiert, oder? Kann mir jemand helfen? Einfach perfekt. Ey, Spinner. Ah, verdammt! Ah. Pass okay. Mich nicht an! Ah, komm. Danke für nichts! Danke für alles! Ich mach das danke nicht für aus nicht. Danke für alles! Das ist mir jetzt zu heftig! So. Was hat er mir jetzt eben? Elektrokranz. Ja. Wow. Das ist ein Knüppel. Ja, kommt durch Lein. Snacks. Ist ne. Ja. Versauert doch. Verdammt, werden Sie mal versauern, danke. So, ein paar Snacks gegriffen. Tablet. Heilpumpe. Immersion habe ich gerade gelesen. Oh, Wix. Letzte Nacht habe ich jemanden gehört. Ich wollte nachsehen, bevor Tom anfing zu schießen. Es war nur eine hungrige Frau. Ich wollte ihr ein paar Konserven geben. Aber Tom misstraut mir ohnehin schon. Er merkt ganz sicher, wenn auch nur eine Dose fehlt. Aber ich hätte sie vielleicht auch ohne Toms Eintrittsgeld hier reinholen können. Ich rief ihr zu, aber sie schaute nur erschrocken und lief weg. Kein Wunder. Das ist ein echt übler Haufen hier. Na komm. Fett durch die Tür, ballern. Ich werde hier gerne umgucken, aber der Leute hier am Arsch. So, da liegt was. Podcast. Habt ihr das wieder mal gehört? Ja, lasst ihn hier rein. Hier noch was Schönes drin. Warte mal, dann habe ich doch aber irgendwo, wo ein Doppeleingang war, habe ich doch was übersehen. Da kann nicht gewesen sein. Das war das Ding, wo es hier verschiedene Ein- und Ausgänge gab. Okay. So, das Ding war, konnten wir ja nicht angucken. Genauso wie das Ding hier.
Eigentlich finde ich, dass jede Teil, was so Türen hat, eigentlich immer Markierung kriegen sollte, aber gut. Wenn das Spiel das so meint, dann ist es so. Und da vorne ist der nächste Pub. Dieses hier Glitzer und die Funke, Alter. Mal komm. Knallbonbon. Und Weihnachtsmann. Das könnte wehtun. Dunkle Brille und was ist das? Polizeimütze. Kratzt irgendwie. Pilotenbrille. Zwei Stiefel. Kriegen wir drin eine Polizeioutfit. Scheinbar. Und der Polizist war im Rollstuhl. Das ist natürlich. Jacke der Bürgerwehr in Wilmsworth. Oh, er hatte Kinder, Kind und Frau, der Arme. Tja, ich glaube, jetzt scheint er etwas tot zu sein. Echt wie verbrannter Toast. Und noch ein Mobiltelefon. Ja, wir müssen uns irgendwann mal wieder bei Zeiten die ganzen Mobiltelefone anhören. Armbrust. Nö. Hallo? Ganz okay. Entdeckung! Ups. Könnte etwas wehgetan haben. Und noch ein Graffiti. Interessant. Ist sonst noch irgendwas drin? War eigentlich so weitgehend alt geöffnet. Hä? Läuft. Weiter geht's. Nehmen wir gleich mal die Gebäude dahinter. Was mich gerade verwundert ist, die hat einen Hintereingang, aber ich hab nirgendwo. Hä? Okay, ja gut. Och, das Ding ist da oben irgendwo. Kommen wir da hin. Warte mal. Ah, so kommen wir da hin. Verstehe. Geht mal da hin. Aber hier so um so eine Leute drin. Lass mich. Alter, lass mich raus! Ja. Junge, Junge, Junge. So. Und. Alter, boom. Lass mich auch immer wieder erwischen. Hallo, Deckung! Lass mich rein! Nicht schon wieder so ein Papp, der mich nicht reinlässt. Verschlossene Wohnanlage. Ja, schön. Ah, ich hasse es. Muss man irgendwie rüberkommen. Mehr in Ruhe. Ich hab euch nichts getan.
Nö. Also, allgemein, hier hinten kommen wir überhaupt nicht hin. Auch wieder so eine Sache, wo ich mir denke, so, why the fucking hell? So, dann gehen wir aber trotzdem nochmal ganz kurz hier hin. Um mit den Idioten ein bisschen zu quatschen und vielleicht noch ein bisschen was in Erwägung zu ziehen. Ich nehme mal das Auto. Fühlt mir einfach sicherer. It's a lowrider. It's a lowrider. Ich brauche Hilfe! Vielleicht einen Blick wert? Oh, du bist ein Lebensretter! Pass auf dich auf! Verrecke! Und schon haben wir einen Notfallbunker auf die Tür. Und das ohne, dass wir was gemacht haben. Wir sind einfach nur friedlich durch die Stadt gefahren. Und den ein oder anderen Zombie mitgenommen. Massengemetzel. Ach, bin ehrlich. Ja, hier rechts kam er auch nicht drin. Die Armschweine. Nee. So, ja. Sowieso so eine Sache, dass man hier nicht rinkam. So ohne weiteres anstatt man die Tür öffnet. Hey, Mr. West, nimm dich vor diesem Militärtypen in Acht. Naja, werden wir schon. Oh, Bier, Waffen, was will man mehr? Ich will eigentlich die Waffe, aber gut. Sturmgewehr, her damit. Das ist sowieso auch ein bisschen unlogisch, dass er sich nicht die Waffen nimmt. Hier waren wir nämlich noch gar nicht drin, obwohl uns das Ding als Haus schon angezeigt wurde. Wenn das hier alles vorüber ist, gebe ich einen Wellness-Tag aus. Da bin ich dabei. Hier riecht's nach Eiersalat. Lecker Eiersalat. Diese Freunde, wer von euch mag noch sind ganz schön Eiersalat. Sauer, Frank. Pass auf dich auf. Du sollst die Tür aufmachen, Frank. Ist ein Telefon in der Nähe. Ich höre es. Nie ohne Vorräte losgehen. Gibt's noch ein paar Pistolen? Glaubst du, sie werden Willamette ein drittes Mal wieder aufbauen? Open. Oh, ich ruhe mich erstmal eine Weile aus. Mach dort. Der Waffenschrank. Hey, du bist in Ordnung. Ich nehme eine Schrotflinte mit. Ah, hier drinnen. Mobiltelefon. Lass dich nicht fressen. Liegt still. Ich hatte mich so auf Weihnachten gefreut. Naja, das denke ich mal, werden hier alle getan haben. Diese Obscurus-Leute sind ganz schön sauer, Frank. Pass auf dich auf. Ist noch irgendwo eins. Noch eins, da haben wir es. Läuft. I have a nice flash. Gut, auf diese Toilette möchte ich irgendwie ungern gehen. Verschlossen, okay. Ich mach mal kurz Pause.
Mach das. Wenn das hier alles vorüber ist, gebe ich einen Wellness-Tag aus. Hoppala. Ups, wir laufen jetzt gerade in die falsche Richtung. Dann habe ich es nämlich gesehen. Was will ich jetzt für ein Brathähnchen geben? Für ein Brathähnchen, ja. Einfach mal ein bisschen mit mir unterwegs sein, dann findest du auch eins. Ich meine, ich habe so viele Brathähnchen gefunden. Truckermütze. Wir sind ein Polizist-Journalist. Café. Gerade John Jordan. Neue Schrotflinte. So, gucken wir nochmal hier hin. Hier hätten wir ja noch. Was uns eigentlich recht wenig was bringt, da wir ja mit dem Fahrzeug hier eh nicht rausfahren können. Können wir auch noch nicht öffnen. Bin mir sicher, dass wir aber hier irgendwo. Cowboyjacke. Ja, kann man mal mitnehmen. Knallbonbon. Noch ein Knallbonbon. Ansonsten ist hier eigentlich nichts mehr. Der Chunk Chop. Ja. Gut, dann ballern wir einfach mal schnell Richtung Notfallbunker noch und dann schauen wir, wie wir weitermachen. Hui. Ja, gut, wie ich jetzt auf dem Weg zum Notfallbunker bin und da noch ein bisschen was mache, müssen wir uns jetzt nicht mehr angucken. Ich beende mal an der Stelle hier die Folge. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, teilt das Video mit euren Freunden und schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein zu einer weiteren Folge Dead Rising 4. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao.